Grüß Gott, herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal von Abenteuer Philosophie. Unser heutiger Vortrag ist über Meister Eckhart, ein Weg der Innerlichkeit. Ein Vortrag, der auf den Schwerpunkt zielt, die Spiritualität zu prüfen, ob wir sie und inwieweit wir sie heute im 21. Jahrhundert anwenden können. Mehr gleich. Wir haben bei dem Meister Eckhart ein enormes Feld der Forschung, wenn wir uns mit ihm näher beschäftigen wollen. Und ich erhebe keinen Anspruch, dass ich jetzt hier eine ausführliche, wissenschaftliche, universitäre oder theologische Studie vorlegen möchte, sondern ich bin einfach ein suchender Mensch, ein Philosoph im 21. Jahrhundert, der an der Praxis orientiert ist. Was können wir von Meister Eckhart herausnehmen, was wir heute anwenden können? Da bin ich auch weiterhin auf der Suche, aber nach, man kann sagen, über 40 Jahren Beschäftigung mit Mystik des Christentums und Mystik in anderen Religionen und auch eigene Erfahrungen mit Meditation, habe ich jetzt es gewagt, heute einen Vortrag zu machen, um ein paar Beispiele der Spiritualität von Meister Eckhart auf unsere jetzige Zeit zu übertragen. Wir haben ein kleines Programm von 8 Punkten, die ich heute mit euch behandeln möchte. Und zwar als erstes haben wir, genau, ein Klick bitte. Da kommt es. Ah nein, zuerst ein kleines Beispiel für unsere heutige Lebenshaltung. Aus der aktuellen Werbung von heute, ein Plakat sagt, mein, ich will alles plus mehr ich. Das habe ich gefunden heute, als ich mit der S-Bahn auf dem Weg zu unserem Studio war, in unserer Bibliothek. Und das Plakat habe ich einfach fotografiert und das ist das da hier. Mein, ich will alles plus mehr Fernsehen, Internet, Telefonie und Mobile, / mehr ich, fett geschrieben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das, was heute die Psychologen der Werbung herausgefunden haben, um mehr Sachen verkaufen zu können. Und dazu noch dieses Foto mit dieser Dame mit diesem speziellen Blick. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das ist nur ein Sprungbrett, denn die Zeit, die wir heute haben, krankt an der Ichheit, an einem egomanischen Interesse am Individuellen und am Persönlichen. Und das Ich zuerst und dann irgendwann kommt die Welt. Meister Eckhart hat das auch in seiner Zeit kritisiert. Und wir werden auch im Laufe des Vortrages verschiedene Parallelen finden, der damaligen Zeit vor 700 Jahren und der heutigen Zeit. Und jetzt mache ich die Übersicht über unsere heutigen Themen. Erstmal haben wir das späte Mittelalter, das historische Umfeld, dann das zweite, Eckharts Biografie, dann Überblick über Eckharts wichtigste Werke, Auszüge aus Eckharts Lehre als viertes, als fünftes Eckharts Kritik an der damaligen Theologie, als sechsten Punkt Eckharts alt-neuer Weg, alt deshalb, weil er auf alte Philosophen, Theologen und Mystiker zurückgreift, aber eine neue Formulierung findet. Als siebten Punkt Eckharts Feinde, er wurde ja der Häresie angeklagt. Und als achten und letzten Punkt Spiritualität und Mystik heute. Machst du wieder mal zurück zum 1? In unserer heutigen Zeit gibt es seit den letzten 15 Jahren, 20 Jahren eine Zunahme von Büchern über Meister Eckhart. Und das hat mich sehr erstaunt, besser gesagt bestätigt darin, dass in unserer heutigen sehr schnelllebigen und stressigen Zeit, die sehr materialistisch ausgerichtet ist, die Menschen trotzdem ein Interesse haben, nach einem natürlichen und starken Zugang zur Mystik oder zur Spiritualität. Und das war damals nicht anders.
Und es scheint so, wenn wir die Geschichte studieren, dass sich irgendwie gewisse Phänomene der Geschichte der verschiedenen Epochen sich zu wiederholen scheinen. Im späten Mittelalter lebte Meister Eckhart. Und das historische Umfeld zu seiner Zeit, das war in einem großen Umbruch begriffen in fast allen Lebensbereichen. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, in der Auseinandersetzung mit anderen Ländern, mit nicht-europäischen Ländern. Nur ein paar Beispiele. Damals, also in der Kindheit von Eckhart, das ist also 12. Jahrhundert, ungefähr die Mitte des 12. Jahrhunderts, des 13. Jahrhunderts, also 1250 ungefähr, da gab es einen großen Streit zwischen den Päpsten, dem Papsttum und den Königen, den Kaisern der weltlichen und der spirituell der geistlichen Macht. Und da haben wir zum Beispiel in Frankreich den Philipp den Vierten, Philipp der Schöne, der das französische nationale Königreich gefestigt hat. Und er hat sich angelegt mit dem damaligen Papst, ein Benedikt der Siebte, wenn ich mich nicht irre. Und er hat gesagt, die Kirche hat zu viel Macht, und der Papst hat gesagt, die weltlichen Könige haben zu viel Macht, und da haben sie es auf einen Machtkampf ankommen lassen. Und der Papst hat eine Bulle geschrieben und veröffentlicht, Unam Sanctam, und da schreibt er drin, dass nur durch den Papst kann der Mensch zur Erlösung gelangen. Und das war natürlich ein großer Affront und hat eigentlich die große Kluft zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Herrschern auf die Spitze getrieben. Und der Philipp der Schöne hat ein großes Heer gehabt, und er hat kurzerhand den schon sehr alten Papst auf seinem Landsitz im Sommerresidenz gefangen genommen. Und es war eine ziemlich grausame Angelegenheit, und hat dadurch erzwungen, dass der Papst diese Bulle zurücknimmt. Aber das war eine ganz große Wende in der Zeit damals, denn bis dorthin galt die Kirche als unantastbar. Und was in der Kirche gesagt wird, das war unabänderlich. Und so hat auch das Volk danach gelebt. Natürlich hat das Volk auch gemerkt in ganz Europa, dass in der Kirche nach den rund 1000 Jahren Existenz des Christentums auch Korruption und Nepotismus und Intrigen und moralischer Verfall da war. Das hat ja nicht nur damals schon im Spätmittelalter gegeben. Denken wir an Franz von Assisi, der ungefähr 100 Jahre, 150 Jahre vor Eckhart lebte, oder an Hildegard von Bingen, auch im 11. Jahrhundert, die ja auch sehr viel kritisiert, also 12. Jahrhundert, die auch sehr viel kritisiert haben an den damaligen moralischen Verhältnissen in der Kirche. Und das Volk hat natürlich auch dann reagiert. Es hat gesagt, wenn die Kirche so nicht konsequent ist in der Anwendung der Lehren, die die Kirche selbst predigt, aber dann vom Volk verlangt, dass es das erfüllen, diese Regeln erfüllen soll, dann macht sich die Kirche unglaubwürdig. Und so entstand in ganz Europa etwas sehr Interessantes, eine Art Gegenbewegung zur offiziellen Kirche. Und das war das Aufkommen von neuen Religionen, von neuen religiösen Strömungen, vor allem von mystischen Strömungen. Denken wir an schon viel früher die Katharer, und die bei den in Albis, in der Stadt Albis in Italien, deswegen wurden sie auch Albigenser genannt, einen großen Einfluss auf die Bevölkerung hatten, bis die Kirche gesagt hat, das können wir uns nicht mehr gefallen lassen, und sie in einem Kreuzzug, der 20 Jahre gedauert hat, versucht hat, vollständig zu vernichten, was ihnen auch relativ gut geglückt ist. Aber nicht nur die Katharer und die Waldenser und wie sie alle heißen, andere Gruppen wurden verfolgt, sondern auch gewisse Bewegungen der sogenannten Beginen. Die Beginen, das waren Frauenbewegungen, die sich der Mystik verschrieben haben, aber gleichzeitig auch sehr sozial engagiert waren und karitativ tätig waren. Und das waren ungebildete Frauen oder meist ungebildete Frauen, weil damals konnten nur adelige Frauen eigentlich lesen und schreiben lernen. Und die meisten der Beginen waren aber bürgerliche Leute, zum Teil auch sehr arme.
Und diese Bewegung, die hat nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch bis nach Italien nachher Einfluss gehabt. Und das war der Kirche auch eine Dorn im Auge, vor allem weil die Kirche ja damals der Meinung war, dass die Frau in der Kirche zu schweigen hat. Mulieratis in Ecclesiam, die Frau hat in der Kirche zu schweigen. Ein berühmter Spruch aus der damaligen Zeit. Und dagegen haben sich aber diese Frauen aufgelehnt und haben sich ganz bewusst auch in das Fadenkreuz der damals auch schon entstehenden Inquisition gesetzt. Und in dieser Zeit lebte Meister Eckhart. Meister Eckhart, der war Dominikaner und die Dominikaner wurden vom Papst beauftragt, die Ketzer und die Heretiker der damaligen Zeit zu verfolgen. Warum gerade die Dominikaner? Weil sie schon in den Jahrhunderten vorher Erfahrungen hatten mit dem Umgang mit Ketzern. Und damals waren die Ketzer, damals die 200 Jahre davor und eigentlich auch die ganze Zeit schon bei den Kirchenvätern, war eine große Kluft zwischen jenen gläubigen Christen, die das Armutsgelübde abgelegt haben und sich auf Jesus berufen haben, der gesagt hat, ihr sollt mir nachfolgen und den Besitz weggeben, bevor ihr mir nachfolgt. Und andere Christen, die auch gläubig waren, haben gesagt, nein, ich werde zwar nachfolgen, aber ich werde mich nicht von meinem Besitz trennen. Und diese Kluft ist immer größer geworden und die Dominikaner, die selbst ein Bettelorden ja waren und auch zum Teil heute noch sind, wenn auch nicht so extrem vielleicht wie damals, die haben Erfahrungen gehabt mit Leuten, die nicht bereit waren, in Armut zu leben und die wurden verfolgt. Ja, und es gibt noch viele andere Beispiele zu erzählen, warum die damalige Zeit ähnlich ist wie heute, weil auch heute haben wir eine Unsicherheit, was die moralischen oder ethischen Werte der Menschheit sein könnten, bei so einer großen Vielfalt von Lebensmodellen und Weltsichten und auch politischen und religiösen Weltbildern, zu denen wir heute Zugang haben, gerade im Zeitalter der Globalisierung. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Biografie von Eckhart. Er ist ungefähr um 1260 geboren, man weiß nicht genau, ob das ein paar Jahre hin und her ist, und zwar im heutigen Thüringen in Deutschland. Und er ist schon mit 15 Jahren ungefähr zu den Dominikanern gekommen, hat dort eine Ausbildung gemacht und hat dann die Weihen bekommen und hat dann als junger Mann auch schon studiert und ist dann in verschiedenen Städten gewesen, unter anderem in Köln, in Straßburg, später auch in Frankfurt. Und er hat schon als 25-Jähriger, wo er sein Studium Generale schon fertig hatte und auch ausgebildeter Theologe war, mit 25 Jahren hat er die Ehre bekommen, auf der damals berühmtesten Universität Europas, nämlich der Universität in Paris, zu lehren. Und das war eine Auszeichnung. Und damals gab es ein Gesetz der Sorbonne, später wurde es dann Sorbonne genannt, die berühmte Sorbonne, dass immer nur ein deutscher Gast für ein Jahr an der Sorbonne unterrichten durfte. Und mit 25 Jahren, ein sehr junger Mensch, da hat jetzt der Meister Eckhart die Ehre gehabt, dort auf Lateinisch Vorlesungen zu halten. Die gingen über Grundthemen der Theologie und er hat die Theologie ausgelegt in dem damaligen universitären Sinn. Das heißt, aufbauend auf der aristotelischen Logik, aufbauend von aristotelischen Argumenten, die damals die christliche Kirche versucht hat, mit den Lehren der Offenbarung und der Bibel und der Überlieferung Gottes Wort zu vereinbaren. Und Meister Eckhart war aber nicht nur Lektor oder Professor, er war Professor tatsächlich, wie heute ein normaler Universitätsprofessor, ein ordentlicher Universitätsprofessor, denn er hatte den Titel Magister. Das war damals das, was heute ein Professor ist. Das heißt, Magister Eckhart heißt nicht, dass er jetzt ein Meister Eckhart war im Sinne von spiritueller Meister, sondern ganz einfach seine Berufsbezeichnung. Zufälligerweise ist auch ein spiritueller Meister, was die Geschichte ja gezeigt hat.
Ja, aber das geht dann weiter. Meister Eckhart ist ja Dominikaner und war zum Gehorsam verpflichtet in seinem Orden. Das heißt, er hat die Vorlagen seiner Vorgesetzten zu erfüllen und die beriefen ihn jetzt, weil er so gut war und schon in jungen Jahren so loyal war und gleichzeitig unglaublich belesen war, hat er Posten bekommen in den Klöstern in der Hierarchie der Dominikaner. Bis er viele, viele Dutzende von Klöstern unter sich hatte und das Gebiet wurde immer mehr erweitert, bis nach Polen und bis in die Niederlande hinein. Das konnte er alles gar nicht alles bewältigen von den Reisen her. Er war tatsächlich sehr viel unterwegs mit Reisen, aber parallel dazu hat er immer seine klösterliche Praxis gehabt. Das heißt, seine täglichen Meditationen, seine täglichen Gebete, sein tägliches Studium. Und das ist interessant, dass er immer dafür beides Zeit hatte, das in der Welt sein und für die Welt da sein und zu dienen und gleichzeitig für seine eigene innere spirituelle Annäherung und Vereinigung und Suche nach dem Göttlichen, dass er das auch nicht aufgab, auch wenn er noch so sehr in der äußeren Welt beschäftigt war. Das ist wichtig, weil das ein wichtiger Schlüssel für uns heute, wenn wir uns ein paar Sachen abschauen wollen von Meister Eckhart für die heutige Zeit. Er wurde dann sogar noch ein zweites Mal an die Pariser Universität berufen, was vor ihm nur der, soweit ich weiß, der Thomas von Aquin geschafft hat und der Albertus Magnus, auch zwei ganz berühmte Kirchenväter, die auch beide heilig gesprochen wurden von der katholischen Kirche. Und das zeigt also auch, dass er wirklich in ganz Europa einen ganz außerordentlichen Ruf als Gelehrter hatte. Parallel dazu aber hat er auch in der Ausbildungsstätte der Dominikaner in dem Kloster in Köln gelehrt. Also er hat unterrichtet und dort hatte dann begonnen, schon relativ früh, gewisse Lehren der Kirche, gewisse Lehren, wie sie die Bibel interpretieren, anders auszulegen. Und ein paar Beispiele dazu, die kommen dann später. Aber das führte nachher dazu, dass die Kirche, also eigentlich die Institution Kirche, auf ihn aufmerksam wurde und gemerkt hat, das ist ja ein bisschen gewagt, was er da sagt. Und ich bin überzeugt, dass Meister Eckhart auch sich dessen bewusst war, dass er beobachtet wird. Aber er war so vollkommen überzeugt, dass er innerhalb der christlichen Lehre weiterhin lehrt, und hat sich nicht als Heretiker oder Ketzer empfunden. Wir werden nachher merken, dass durch Anfeindungen und auch durch Verdrehungen von Zitaten von ihm ein Inquisitionsprozess gemacht worden ist. Seine Biografie geht dann weiter, dass er ganz überraschend von zwei Dominikanerbrüdern, wir wissen nicht genau warum, aber zwei Dominikanerbrüder haben ihn verleumdet und so wurde ihm ein Prozess gemacht. Und er hat gegen diesen Prozess Kritik auf, also Berufung eingelegt. Er hat sich dagegen protestiert. Erstens hat er gesagt, die beiden Ankläger, die sind gar nicht kompetent, weil beide sind im Orden selbst verurteilt worden, weil sie kriminelle Dinge gemacht haben und Dinge gemacht haben, die gegen die Ordensregeln verstoßen haben. Und wahrscheinlich wurden diese beiden sogar von Meister Eckhart selbst kritisiert oder ermahnt. Und deshalb vielleicht aus Rache kann es durchaus sein, dass sie auch zu diesem Schritt sich entschieden haben. Meister Eckhart hat dann auch gesagt, ich möchte gerne, wenn ich schon diesen Prozess habe, mich vollkommen rechtfertigen. Ich möchte alles klarlegen, alle Zitate, derer ich, also alles währenddessen, während denen, wegen denen ich angeschuldigt bin, werde ich Stellung bezogen und Bestellung beziehen und einreichen. Und wenn dann die Kirche oder die Inquisitoren, die Kommissare von der Jury sozusagen, merken oder feststellen, dass meine Lehren gegen den Glauben der christlichen Kirche ist, dann werde ich widerrufen. Und das hat er mit einer solchen Überzeugung geschrieben, das ist sehr bewegend, wenn man das im Original liest, diesen Brief,
dann denkt man, er war vollkommen sich sicher, dass er niemals verurteilt werden würde. Weil er hat geglaubt, dass alle seine Lehren vollkommen hieb- und stichfest sind. Und es kam dann vor dem, der Prozess wurde von Kölnern ausgelagert nach Avignon, wo der damalige Papst Clemens V. regierte. Er regierte wie in einem paradiesischen, weltlichen Reich. Er hat unglaublich viel Reichtum angehäuft. Er war ein unglaublich sehr interessanter Mensch, ein großer Politiker, ein großer Stratege, ein sehr machthungriger Papst, aber sehr geschickt auch in Verhandlungen und in langfristigem Denken, wie man weiter Geld zu Geld bekommen kann. Und der Petrarca, der ja ein bisschen später lebte, der einer der Mitbegründer, einer der ersten, der die Renaissance sozusagen eingeläutet hat, der hat gesagt, dass der Papst in Avignon in einem neuen Babylon gelebt hat. Und dieser Papst hat also jetzt letztlich über Meister Eckhart entscheiden müssen. Und in der Zeit des Prozesses ist leider Eckhart gestorben. Und ein Jahr später, das hat sich der Papst entschieden, ich mache jetzt trotzdem den Prozess. Und ein Jahr später hat er dann gesagt, gut, von den hunderten Punkten, von den über 100 Punkten, die noch in Köln offen waren, deren er angeklagt war, sind zwar nur 28 ungefähr übrig geblieben. Und von den 28 sind vielleicht auch nur 4 wirklich heretisch. Aber da der Meister Eckhart ja sowieso schon widerrufen hat, für den Fall, dass sie der Kirche widersprechen, wurde das Verfahren dann eingestellt. Aber der Papst hat dafür gesorgt, dass die Bücher von Meister Eckhart nicht mehr gelesen werden durften und vernichtet werden sollten. Und trotzdem haben sich unter der Hand bis in die ganzen Jahrhunderte hindurch seine Schriften weiter vervielfältigt. Die Leute, die gesagt wurden, abgeschrieben, also erst 150 oder 100 Jahre, 150 Jahre nach Eckharts Tod wurde hat der Gutenberg ja die Buchdruckerkunst erst erfunden. Und diese ganzen Abschriften, die haben wir zum Teil erhalten. Und das ist natürlich jetzt die Forschung, durch die Forschung können wir die Inhalte von Meister Eckharts Lehren recht gut rekonstruieren. Viele Sachen sind abgeschrieben. Einige Sachen hat Meister Eckhart ja selbst geschrieben, die lateinischen Texte, die Vorlesungen, die er gehalten hat, die Antrittsrede zum Beispiel in Paris bei seinem ersten Besuch. Und er hat viele Predigten auch, von seinen Mitbrüdern vielleicht mitgeschrieben worden sind, nachher auch durchgelesen und redigiert, das weiß man auch. Und wir nehmen heute an, dass über 30 Predigten tatsächlich heute so sind, wie er es tatsächlich auch geschrieben hat. Und eine viel größere Anzahl von Predigten sind aber da, die einen zum Großteil sein Gedankengut haben, seinen Stil haben, seinen Sprachstil haben, seine Lehre auch haben, aber eindeutig von anderen Menschen geschrieben worden sind. Aber wichtig ist, dass er 2 Arten von Schriften hatte, nämlich die lateinischen und die deutschen. Und auf beide möchte ich mich beziehen. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Überblick über Eckharts wichtigste Werke. Also die lateinischen Werke, das sind die Questiones aus der Zeit von Paris. Questio heißt Frage. Und damals wurde ja immer mit Frage und Antwort die Lehre entwickelt. Und das ist so ein aristotelischer oder auch platonischer Vorgang der Dialektik. Man stellt eine Frage und der andere muss dann darauf antworten mit Argumenten der Kirche, mit Argumenten der Theologie. Und es sind sehr viele dieser Vorlesungen erhalten, wo man ein bisschen den Kopf schüttelt manchmal, wenn man das liest, auch in der deutschen Übersetzung. Denn man fragt sich, wie wichtig war damals den Leuten solche haarsträubende Kleinigkeiten, die überhaupt vollkommen weltfremd sind. Da gibt es einen berühmten Satz: Wie viele Engel haben Platz auf der Spitze einer Nadel? Zu Meister Eckhart gab es diesen Spruch noch nicht, da kam er später auf. Aber im Mittelalter auch noch wurde einer Mystikerin zugeschrieben.
Und sogar der Christian Morgenstern hat ein Gedicht darüber gemacht, ein sehr lustiges Gedicht, wo er sich lustig macht über die Scholastiker, also diese gelehrten Universitätsprofessoren, die in ihrem Elfenbeinturm sind und vollkommen weltfremd vor sich hin argumentieren. Na, wie viele Engel können auf einer Stecknadel, auf einer kleinen Nadel sitzen? Ja, also wenn die Engel physisch sind, dann vielleicht nur eine, aber die Engel sind nicht physisch, also sind sie ja geistige Wesen und deswegen können ja alle Engel Platz drauf haben. Aber meist der Christian Morgenstern sagt, überhaupt keiner kann drauf sitzen, weil die Nadel ja physisch ist und die Engel ja geistig sind. Und im Christlichen, in dieser Zeit, in den Universitäten, wurde aber heftigst diskutiert und das ging sogar bis zu Verfolgungen und bis zu Streite über Jahrhunderte zwischen verschiedenen Orden, die bis zur Verklagung vor dem Inquisitionsgericht gingen und bis zum Vorwurf der Häresie der anderen Partei, obwohl die aus der eigentlich ursprünglich aus dem gleichen Lager kommen, nämlich die christliche Nachfolge. Und in dieser Zeit, wenn man dich da durchackert durch diese lateinischen Texte, denkt man, meine Güte, was für ein Spagat muss der arme Eckhart gemacht haben. Ein Mensch, der so interessiert war, dass die Menschen den christlichen Glauben wirklich anwenden können. Und dass er dann merkte, gleichzeitig hebt der Klerus auf den Universitäten so stark ab und verliert den Bezug zur Realität, den Bezug zum Alltag. Und da gibt es also die Quaestiones, dieses Buch. Es gibt einige Predigten auch, die er auf Latein gehalten hat. Und dann kommen wir zu der zweiten großen, ah, nein, noch nicht, zur zweiten großen Art der Schriften. Das sind die deutschen Schriften. Er war ja einer der Ersten, nicht der Erste, aber einer der Ersten, der auf Deutsch gepredigt hat. Und das war ihm deshalb wichtig, weil er hat gesagt, und es war ein Vorwurf an den damaligen Klerus. Sein Vorwurf an den Klerus war: Warum redet ihr Latein? Die Leute verstehen das ja gar nicht. Warum haltet ihr Messen in Latein? Da kommen die Leute in ganz Europa und auf der gesamten damaligen christlichen Welt und hören das 1 oder 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder noch länger, weil noch nicht so genormt wie bei uns heute mit 1 Stunde, und müssen Lateinisch die gesamte Zeit hören. Was machen sie denn damit? Und er hat angefangen, Deutsch zu predigen. Und so hat er aber auch versucht, die theologischen Inhalte ins Deutsche zu übertragen. Die waren ja alles Latein. Damals war ja Latein wie heute Englisch die Weltsprache in der damaligen christlichen Welt. Und er hat jetzt versucht, gewisse Begriffe der Philosophie und der Theologie dafür deutsche Worte zu finden. Und deswegen gilt er tatsächlich heute in der Sprachforschung, in der Germanistik, als einer derjenigen, der die deutsche Sprache mit in ihrem Anfang mitentwickelt hat. Und so bestimmte Worte, die wir heute im Wortgebrauch haben, wie Gelassenheit oder Lauterkeit, also Reinheit, innere Reinheit und viele andere, die gehen auf ihn zurück, die hat er erfunden und entwickelt. Und hier die wichtigsten Werke sind hier das Buch vom das Göttliche, das Göttliche, das Buch vom göttlichen Trost. Das war gewidmet einer Königin, deren Mann ermordet wurde, der König von Ungarn. Die Agnes heißt die Frau. Und sie hat den Meister Eckhart gebeten, der damals der berühmteste Gelehrte war und der berühmteste Prediger im deutschsprachigen Raum, hat sie gebeten, dass er ein Trostbuch schreibt für sie. Und das hat er gemacht. Aber jetzt nicht, du bist zu arm und das wird schon werden, sondern er hat daraus gleich eine fantastische allgemeine Lehre gemacht. Und wenn man das Buch liest, dann merkt man, jeder Satz, der spricht eigentlich uns heute genauso an. Wenn man ein bisschen das Gewand der damaligen Zeit wegnimmt. Ein weiteres Buch oder eine Sammlung von Büchern sind jetzt seine Schriften, seine Predigten und seine Traktate. Die Traktate sind gewisse Artikel über verschiedene Themen. Und die Predigten, wie ich schon gesagt habe, die wurden zum Teil von ihm selbst geschrieben oder meistens abgeschrieben und dann vervielfältigt. Und ein weiteres Buch, was er geschrieben hat, das ist von der Abgeschiedenheit. Und er hat verschiedene andere Bücher geschrieben, vor allem ein ganz großes Werk, was er als großes Lebenswerk tatsächlich hatte, was aber überhaupt nicht fertig wurde. Er wollte sämtliche Stellen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament,
die Theologie davon mit Beispielen bringen, mit Kommentaren versehen und auslegen. Und davon sind nur ein kleiner Bruchteil erhalten. Das wären zigtausende Zitate, die er sich da vorgenommen hat. Ja, und als nächstes haben wir dann den vierten Punkt. Und da geht es um Auszüge aus Eckharts Lehre. Eckharts Lehre basiert auf mystischen Strömungen, die nicht nur aus dem Christentum stammen. Erstmal seine wichtigste Quelle, auf die er und auch einige vor ihm, Kirchenväter vor ihm aufgebaut haben, das ist der Neuplatonismus. Das ist eine Art Renaissance von Platons Ideen in römischer Zeit, ungefähr 500 Jahre nach Platons Tod. Und Plotin ist der Begründer. Und in dieser Schule von Plotin, wo es auch Christen damals gab, die Christen damals haben in seiner Schule nicht unbedingt einen Widerspruch gesehen zwischen platonischer Philosophie und christlicher Lehre. Ganz im Gegenteil, sie haben versucht, das Gemeinsame zu finden. Auf diesem Gedankengut baut tatsächlich auch der Meister Eckhart auf. Und seine Quelle als Kirchenvater, das ist hier der sogenannte Dionysius Areopagita, ein großer Mystiker in der Zeit der Völkerwanderungen. Und viele Zitate gehen direkt auf ihn zurück. Und die sind sehr radikal. So ein bisschen so wie die Mönche, die sich in die Wüste zurückziehen, oder Berg Athos, oder tibetische Mönche, die 20 Jahre lang nicht schweigen und nicht, sich faktisch von nichts ernähren. Also solche sehr asketischen Strömungen gab es ja damals auch im Christentum. Ein weiterer Punkt von seiner Lehre, das ist, dass er tatsächlich eher die platonischen als die aristotelischen Zugänge zur Philosophie studierte und gesagt hat, dass bei Aristoteles irgendwas verloren geht, wenn man im Vergleich zu Platon ihn studiert. Nämlich, das ist, dass der Aristoteles sich zu sehr auf den Intellekt konzentriert. Dabei sei doch der Geist des Menschen, der Intellekt, viel mehr. Und so sagt er zum Beispiel, dass der Intellektus nicht das ist, was wir heute unter intellektuell verstehen, sondern der Intellektus ist der göttliche Geist in uns. Und ein Teil von diesem Intellektus brauchen wir hier, um uns Gedanken klar zu machen. Aber er ist auch auf irgendeine Weise verbunden oder angeleuchtet von einem göttlichen Licht, von dem Geist Gottes. Also überall dort, wo wir eben bei den Quellen von Eckhart Intellekt lesen, bitte an den höheren Geist denken. Eine weitere Lehre ist jetzt von ihm über die sogenannte die Verbindung von Gott und Seele. Er hat gesagt, zwischen Gott und Seele gibt es keinen Unterschied. Das führt er lang und breit aus in sehr vielen Werken, und auch das entwickelt sich über viele Jahre und Jahrzehnte. Und der Grundgedanke ist folgender. Es gab ja früher diese Lehre bei den alten Griechen zwischen Körper, Seele und Geist. Soma, Psyche, Nous. Das haben die Christen am Anfang auch übernommen, aber dann haben sie gesagt, naja, der Mensch sollte eigentlich lieber nur Körper und Seele haben, weil der Geist ist ja Gott und göttlich und unsterblich. Und es gibt dann auch eine Strömung im Christentum, sogar bis heute, die sagt, eigentlich ist der Mensch ja sterblich. Auch die Seele. Und zwar deshalb, das ist eine Theologie aus dem Mittelalter, das haben auch damals die Prediger gepredigt, wogegen also der Meister Eckhart sich auch aufgelehnt hat. Der Grund, warum der Mensch seine Seele nicht unsterblich sein darf, ist, weil dadurch das Erlösungswerk Gottes am Menschen sichtbar ist. Und dadurch wird die Einzigartigkeit des Christentums im Vergleich zu anderen Religionen besser herausgestellt. Denn wenn der Mensch eine unsterbliche Seele tatsächlich hätte, dann wäre das ja unabhängig vom christlichen Glauben. Und dann wären auch andere Religionen berechtigt, einen gleichermaßen berechtigten Zugang zu den Menschen zu haben, durch Religionen. Und ein Grundbegriff, der jetzt hier durch die Werke von Meister Eckhart geht, das ist der Seelengrund. Wenn wir uns vorstellen, eine Kugel, das wäre die Seele,
Und der Seelengrund ist jetzt der Punkt in der Mitte. Aber wo ist denn der Mittelpunkt einer Kugel? Wir wissen mathematisch, diesen Punkt, den kann man ja nicht zeichnen, kann man nicht einmal räumlich darstellen, weil er ist ja adimensional. Weil es muss ja ein Punkt sein, der von allen Punkten der Peripherie gleich weit entfernt ist. Das heißt, er darf keine Ausdehnung haben. Er ist also nicht in unserer Welt. Und dieser Kern der Seele, das ist das, was Meister Eckhart mit Seelenfunken oder Funke oder Seelengrund und hat viele andere Synonyme dafür benutzt. Dafür benutzt er die. Und das Ziel ist es jetzt, dass der Mensch zu diesem Seelengrund kommt. Und dieser Seelengrund besteht aus der gleichen Essenz wie Gott selbst. Und so können wir mit Gott verbunden sein. Und unser Aufstieg zum Göttlichen ist nicht, dass wir uns vorstellen, wir sind hier und irgendwo oben ist Gott, sondern dass, wenn wir Gott suchen, dann müssen wir ihn inwendig suchen in unserer eigenen Seele. Wobei Seele nicht verwechselt werden darf mit der Psyche. Ja, weil dieser Teil der Seele, sagt Meister Eckhart auch, ist ja der Seelenanteil, der mit der äußeren Welt auch Kontakt hat, also über die Sinnesorgane, über die Gefühle, die Gedanken, die Empfindungen. Und jetzt ich mache noch ein bisschen weiter. Ein weiterer Punkt von Meister Eckharts Lehre, das ist die Gelassenheit. Dieses wunderschöne Wort ist ja heute in aller Mode. Es gibt heute Kurse für Personalentwicklung oder fürs Management oder für Selbstverwirklichung, wo die Gelassenheit ganz groß geschrieben wird. Gelassen durchs Leben gehen, das haben auch schon die Stoiker gesagt, mit der Ataraxia, mit der Unerschütterlichkeit, wie ein Stein in der Brandung, wie ein Fels in der Brandung. Aber Gelassenheit bei Meister Eckhart ist doch etwas anderes, etwas vollkommen anderes. Denn es hat mit Lassen zu tun, mit Loslassen zu tun. Wie komme ich zu diesem Seelenfunken, zu diesem Seelengrund in mir, zu diesem wirklich Ewigen in mir, wo ich mich transzendiere, wo ich nicht mehr Walter Gutdeutsch heißt, männlich in diesem 21. Jahrhundert in Europa, das sind ja alles Definitionen, sondern wo ich zu einem Kern von mir komme, der kein Geschlecht, kein Alter hat und keinen Ort hat. Das war aber der Anspruch, den Meister Eckhart an sich und an die Welt gestellt hat, dass wir diesen Punkt erreichen können. Und wir erlangen diesen Seelengrund durch Loslassen. Was müssen wir dazu loslassen? Wir müssen loslassen, dass wir eine Ichheit haben. Ich, Walter Gutdeutsch. Aber es gibt etwas, was mehr ist als Walter Gutdeutsch. Zum Beispiel, dass ich zur Bevölkerung Europas zähle. Und auch die Bevölkerung Europas hat etwas noch Höheres. Das ist, dass wir zur gleichen Menschheit zählen. Und vielleicht hat auch die gesamte Menschheit noch etwas Höheres. Und in diese Richtung geht dann der Meister Eckhart. Und er kommt dann zu einem Punkt, wo er sagt, das, was den Menschen zum Menschen macht, ist überhaupt nicht mehr physisch und nicht einmal psychisch. Auch nicht sozial. Das sind ja alles nur verschiedene Aspekte unseres Lebens in Raum und Zeit. Das, was wir also lassen müssen, das ist unsere Zeitlichkeit. Das ist, dass wir annehmen und daran glauben und überzeugt sind, dass wir eigentlich eine unsterbliche Seele sind, die nur einen Körper hat und eine Seele, eine Psyche hat, um sich hier in dieser Welt auszudrücken. Aber das ist peripher, das ist vergänglich. Und dieses Loslassen, das finde ich sehr interessant, das finden wir auch in anderen Religionen, zum Beispiel im Buddhismus, im Hinduismus. Im Buddhismus ist ja eines der Lehren des Siddhartha Gautama, dem Buddha, dass die vier Erhabenen, die vier edlen Wahrheiten. Und die erste ist, alles, das gesamte Leben besteht aus Unzulänglichkeiten. Es wird oft mit Leid übersetzt und Schmerz, aber es ist viel mehr als das, ist mehr philosophisch. Dieses, dass etwas nicht genügt und dass wir damit unzufrieden sind und auch darunter leiden. Und dann die zweite erhabene Wahrheit ist die Ursache. Und die Ursache ist, dass ich hafte. Meine Kanne ist zerbrochen meiner Großmutter. Ach, wie traurig. Aber das Leben geht weiter. Und ich soll nicht haften an der,
an der Kaffeekanne. Das gleiche mit Menschen, die gestorben sind, Partnerschaften, die in Brüche gehen, woran wir haften und dann vielleicht bis zum Ende unseres Lebens traumatisiert sind. Aber Meister Eckhart sagt, all dies ist es wichtig loszulassen. Und dieses Lassen ist also sehr anspruchsvoll. Und ich habe einmal ein Retreat gemacht vor 20 Jahren oder noch länger in einem Zen-Kloster in Deutschland, was nach einer der ältesten Traditionen in Japan geht. Und das war für mich das Anstrengendste, was ich überhaupt erlebt habe, weil sie setzten auf so einem hohen Niveau an mit den Übungen, dass ich da überhaupt nicht richtig mitmachen konnte. Aber ich war sehr froh, weil ich habe gemerkt, was in alten Klöstern in der alten Tradition wirklich verlangt worden ist von den Menschen, die dort Eintritt gefunden haben. Und das, was ich aber dort gemerkt habe, ist, dass diese Aussage, nicht zu haften, bei Meister Eckhart genauso intensiv als eine Art Grundlage überhaupt des geistigen Wachstums genauso intensiv gepredigt und gelebt und auch gelehrt wird wie im Buddhismus. Im Zusammenhang mit dieser Gelassenheit des Loslassen-Könnens, das kann man ja täglich üben, das ist die Armut. Die Armut bei Meister Eckhart ist nicht nur die Armut, die physische Armut, wie er als Bettelmönch, also in einem Bettelorden, sondern die Armut ist auch eine geistige Armut. Und es ist interessant, dass wir ja in der Bergpredigt ja auch haben, selig sind die geistig Armen, denn ihr Himmelreich ist ihr. Und das kommt oft bei Jesus vor, dieses werdet wie die Kinder, die auch arm sind. Die haben noch nicht diesen Geist mit Gelehrtheit und Weltsichten und Anhaftungen und Besitz. Unser Leben wird ja sehr diesseitig, wenn wir die Kindheit verlassen. Und diese Armut, diese geistige Armut, sagt er, geht sogar so weit, dass ich sogar arm werden muss an mir selbst. Das heißt, meine Körperlichkeit, meine Psyche, meine Psychizität oder meine Ichheit. Und diese Ichheit, der Glaube, dass die Ichheit was Reales ist, dafür gibt es, fällt mir gerade ein, im Sanskrit einen Namen. Das ist die Natur des Ahankara. Das ist die Ichheit bei den Indern, das eine Illusion ist. Weil nach dem Tod ist sie nicht mehr da. Und die Ichheit ist also nicht meine Körper oder meine Persönlichkeit. Und jetzt ist interessant, dass der Meister Eckhart ein eigenes Wort geprägt hat, was allerdings nicht in unsere heutige Sprache eingegangen ist. Das ist die Ichigkeit, Istigkeit, Istigkeit. Das Wort ist, das Wort wäre das Verb sein oder dass es etwas ist. Dieses Verb hat er zu einem Substantiv gemacht, die Istigkeit. Aber das ist eigentlich genau das, was wir als Ichheit vielleicht auch bezeichnen. Etwas ist und ich halte mich daran fest und dadurch definiere ich mein Selbstbewusstsein. Auch davon sollen wir arm werden. Gut, ein weiterer Begriff, den er auch ganz anders auslegt als hier heute, das ist der Begriff Freiheit. Ich bin heute frei zu tun, was ich will. Die Freiheit der Meinung und so weiter. Also wir sind heute in einer Ideologie der Freiheit, die immer mehr zu dem Persönlichen geht, die persönliche Freiheit. Aber viele Philosophen und auch bis heute sagen, es gibt ja nicht nur die Freiheit von etwas, sondern auch die Freiheit, um etwas zu tun. Denken wir an das Buch von Erich Fromm, Sein oder Haben. Haben oder Sein. Übrigens ein Titel, den Erich Fromm tatsächlich direkt von Meister Eckhart genommen hat. Und bei Meister Eckhart sagt, der Meister Eckhart sagt, es geht nicht um das Haben, sondern um das Sein. Und deswegen ist es wichtig, loszulassen und lernen, nicht zu haften, weil erst dadurch eine wirkliche Freiheit des Geistes kommt. Und diese Freiheit, das war ihm ein ganz großes Anliegen und hat auch viele Zitate von Jesus und auch aus dem Alten Testament. Und diese Zitate nimmt er jetzt und drückt es in dieses Licht hinein. Es gibt noch viele andere Begriffe, die interessant sind. Dabei mir fällt jetzt noch vielleicht doch eine Sache ein. Ich habe zwar ein Zeichen bekommen, dass es schon ein bisschen spät ist, aber das finde ich ganz interessant. Er hat hier eine sehr interessante Zugang zur Auslegung der Bibel. Und die ist allegorisch. Und zwar viel stärker, als wir uns vorstellen, und sehr wagemutig im Vergleich zu heute. Die heutige Exegese, also die Auslegung der Bibel für die heutigen Pfarrer und Pfarrerinnen und Priester,
Die ist ja sehr gebunden an die Lehre der heutigen Kirche. Damals war die Lehre noch nicht so gefestigt wie heute. Und er hat sich jetzt die Freiheit genommen, ein bisschen so quer zu lesen, so schräg rüber zu lesen und einfach Sachen rauszulesen, die ihn eher assoziativ anspringen. Zum Beispiel, da gibt es auch die Stelle im Matthäus-Evangelium mit dem, wo Jesus in den Tempel kommt, nicht? Und da sind die gesamten Kaufleute mit ihren Stands und ihren Marktplatz, nicht? Und feilschen und feilschen und handeln. Und er wird wütend und wirft die Tische um und jagt die Händler, die Kaufleute aus diesem Vorhof raus, aus dem Tempel raus. Und das ist eine berühmte Stelle, ne? Da dachte ich mir zum ersten Mal, oh, Jesus ist wütend geworden, aber er ist doch ein Meister, ein Heiliger und ein Religionsgründer, wie kann er wütend sein? Lauter solche Sachen. Das sind aber Nebenschauplätze. Der Meister Eckhart sagt, dass die Kaufleute eine Allegorie sind. Die sind ein Symbol für einen Zustand in uns selbst. Und der Tempel ist auch nicht ein physischer Ort, sondern er ist auch allegorisch gesehen oder symbolisch gesehen ein Zustand in uns. Der Tempel ist dort, wo Gott in uns wohnt. Das ist also der höhere Seelenanteil. Und das Allerheiligste wäre der Seelenkern, dieses A-Dimensionale, dieses Seelenfünklein. Und was ist jetzt aber hier in diesem Tempel? Im Vordergrund stehen die Händler. Und die will der Jesus verjagen. Und wer sind die Händler in uns? Womit feilschen wir? Damals, in der damaligen Zeit war das, ich werde jetzt 10 Vaterunser beten, weil ich bin fremdgegangen. Ja, ich bekomme in der Beichte das gesagt und dann muss ich das machen und bin ich wieder erlöst. Das heißt, wir feilschen, wir handeln. Ja? Und wir versuchen, spirituellen Weg zu gehen, indem wir gewisse äußere Regeln erfüllen. Aber mit äußeren Regeln kommen wir nie in die Innerlichkeit hinein. Und da baut der Meister Eckhart eine gesamte Predigt auf. Die ist wunderbar zu lesen, sehr humorvoll auch. Und wirklich, er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und redet von den Pfaffen, die auch glauben, sie seien im Tempel. Dabei sind sie nur Händler, weil sie irgendwelche Lehren verkaufen, um sich wichtig zu sehen. Oder irgendwelche Orden, wo es Priester gibt, die Meditationen machen, weil der Orden das vorschreibt und 6-mal am Tag beten und nachts aufstehen und sich kasteien und so. Und dann glauben sie, durch solche Kasteiungen sich es zu verdienen, ins Himmelreich zu kommen. Und er sagte, genau das ist das Gleiche wie die Kaufleute. Sie versuchen, eine äußere Bezahlung zu machen, meinetwegen sich zu kasteien oder zu fasten und das vor allem auch noch sichtbar zu machen, um zu zeigen in der Welt, wie gut sie sind. Und da war er schonungslos und sehr, sehr kritisch. Und er hat das auch verschriftlicht. Und die Schriften wurden sicher auch mit großer Freude, vielleicht auch Schadenfreude, abgeschrieben und in Windeseile in ganz deutschsprachigen Raum verteilt und auch übersetzt in andere Sprachen. Eine weitere Stelle fällt mir noch ein. Da gibt es doch diese Stelle, wo Jesus zu einer Burg kommt, so ein Kastell. Und da kommt die Martha entgegen. Ne? Martha, die mit der Maria Magdalena, die beiden Frauen um Jesus herum, eines der vielen Frauen um Jesus herum, die hier namentlich noch ein bisschen ausführlicher erwähnt werden. Es gibt sicher noch viel mehr, die nicht erwähnt worden sind in der heutigen klassischen Bibel, im Neuen Testament. Und da heißt es also nur, die Martha kommt ihm entgegen. Und was sagt aber der Meister Eckhart? Also er predigt vor dem Volk und das Volk hat ja nicht die Bibel auswendig und weiß auch nicht, aha, das kann man so aus nachlesen oder im Internet googeln. Er sagt, er kommt in dieses Kastell und es kommt ihm entgegen eine Jungfrau, die eine Frau war. Das steht überhaupt nicht da. Aber jetzt predigt er darüber, warum Jungfrau gleichzeitig eine Frau ist und warum diese Jungfrau die Frau ist, was ja ein Widerspruch ist, von uns aus gesehen, zu Jesus kommt und ihm begegnet und nicht irgendwer anderer aus dem Kastell. Weil er sagt, diese Jungfrau, die Frau ist, das sind wir. Das ist unsere Seele. Die ist jungfräulich, weil sie rein ist. Also nur der reine Mensch kann Jesus begegnen, der auf diesem Berg kommt, wo dieses Kastell ist. Also dieses Hinaufgehen. Ja, und von dort hinunter kommt jetzt diese Person als Symbol für
eine lautere Seele, die unegoistisch, altruistisch ist und wirklich an der Spiritualität interessiert ist und einen Weg gehen möchte. Und sie erkennt Jesus. Die anderen, die vom Kastell runtergehen, würden ihn vielleicht gar nicht erkennen. Und warum sagt aber jetzt Meister Eckhart, dass diese Jungfrau auch gleichzeitig eine Frau ist? Weil eine Frau gebären kann. Die Jungfrau ist keusch. Sie kennt noch nicht die Fortpflanzung. Und diese Frau ist jetzt nicht, bitte jetzt nicht, dürfen wir jetzt nicht feministisch denken oder sexuell denken oder in unserem Sinne von Geschlechtern, sondern die Frau ist bei ihm auch ein Symbol. Die Frau, die gebären kann und Fruchtbarkeit, ein Symbol für Fruchtbarkeit ist, ist ein Bewusstseinszustand in uns selbst. Wenn wir uns zeugen, wenn wir etwas in uns, in unserer Seele zeugen lassen, durch den Samen Gottes, durch einen Samen der Spiritualität eines Gottes oder des Gottes, dann kann der in uns wachsen und irgendwann kann ich ihn der Welt zurückgeben. Und diese Jungfrau, die es gleichzeitig Frau ist, ist ein wunderschönes Symbol dafür, dass wir unsere innere Reinheit und das auf dem Weg sein nicht verlieren dürfen. Aber es geht darum, nicht nur nach innen zu gehen, zum Göttlichen, sondern parallel auch dazu, immer wieder in die Außenwelt zu gehen und dort zu dienen. Das erinnert mich übrigens an Platons berühmtestes Gleichnis aus der Politeia, aus dem Staat, also eigentlich von der öffentlichen Sache, von der Res Publica, von dem Gemeinschaftswesen, also wo es um Gerechtigkeit geht. Dieses Höhlengleichnis, nicht? Also der Mensch, der aus der Höhle rausgeht, erkennt, worum es wirklich geht in der Welt. Und das ist der Philosoph, weil er ist der Suchende nach Weisheit. Aber er geht zurück in die Höhle, um dort den Menschen zu erzählen, Leute, es gibt was anderes als nur euer Gefesseltsein hier und diskutieren, wer jetzt Recht hat. Und genau das in vielen anderen Beispielen bringt Meister Eckhart, als hätte er das Höhlengleichnis gekannt. Was vielleicht durchaus auch sein kann. Und mit diesem Beispiel möchte ich gerne seine Lehre beenden. Oh ja, 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 wir haben fast keine Zeit mehr. Jetzt muss ich ein bisschen schneller machen. Das nächste ist der Punkt 5. Meister Eckharts Kritik an der damaligen Theologie. Ich glaube, das können wir überspringen, weil ich habe das schon ein bisschen gebracht. Vielleicht noch ein letzter Punkt, weil das führt nachher über zu seiner Verurteilung als Heretiker, nämlich er kritisierte, dass die Priester und der Klerus allgemein dem Volk einen direkten Zugang zur Bibel vorenthalten haben. Und er hat gesagt, niemand verbietet es mir, ich werde einfach auf Deutsch predigen und ich werde auch meinen Zuhörern ordentlich zumuten, dass die Theologie nicht reduziert werden darf auf eine reine Ethik, wie wir vielleicht manchmal den Eindruck haben könnten, wenn wir heute Gottesdienste besuchen. Ethik ist schön und gut. Es ist auch schön, die Ethik zu berufen auf ein Zeugnis aus der Bibel und aus einem Zeugnis von einem Religionsgründer. Aber das reicht doch nicht aus. Es geht ja darum, das wirklich zu leben und von innen zu empfinden. Und deswegen hat jetzt hier die Kirche aufgemerkt, weil sie hat gesagt, wenn jetzt dieser Meister Eckhart über Ethik redet, wunderbar, solange es den Regeln und den Geboten der Kirche entspricht. Aber sobald er versucht, theologische, kompliziertere Gedankengänge zu bringen, wie zum Beispiel vom Seelengrund, dass es einen adimensionalen Punkt gibt, das sagt er nicht so, er sagt es eben, das Fünklein, was in jedem ist, wo wir mit allem, mit Gott verbunden sind, immer und ewig, und wo Gott ich bin und ich bin Gott, nämlich nicht ich als persönliches Ich, sondern als dieses Innerste, der Kern, diesen Grund, Seelengrund. Wenn man das den Menschen sagt, den normalen Arbeitern und Analphabeten, dann sind die Menschen verwirrt und sie würden vielleicht dann vielleicht sagen, da muss ich ja gar keine Kirche mehr haben, dann brauche ich ja gar nicht mehr in die Kirche gehen und ab und was ich ablasse, nicht. Sondern einfach Kirchensteuer zahlen. Also damals musste man ja meistens, waren das seine Naturalien, die Bauern und so weiter abliefern. Und viele Klöster, wissen wir ja auch,
Und gerade der Klerus allgemein haben sich ja unglaublich bereichert. Denken wir an Franz von Assisi und seine Kritik. Und den großartigen Spielfilm, den es da gibt, den langen. Also deswegen haben die Inquisitoren tatsächlich einen Punkt gehabt, wo sie Meister Eckhart einen Strick draus drehen wollten. Darauf komme ich dann aber auch später zu sprechen. Kommen wir jetzt zum sechsten Punkt. Meister Eckharts alt-neuer Weg. Das habe ich eigentlich auch schon gebracht, nämlich diese eine Verlängerung und eine Anpassung der alten Lehren der Mystiker, wie der Dionysius Areopagita aus dem 5. Jahrhundert oder und viele andere und auch mystische Texte von Thomas von Aquin oder auch von Augustinus, die hat er jetzt hier reingenommen. Und neu ist nur sozusagen das Gewand, weil er es in deutsche Sprache packt. So, das nächste ist jetzt die Anklage der Häresie. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich jetzt gerade nochmal aufgehört habe, wo ich jetzt weitermachen möchte. Damals war das ja so, es gab eine Regel in der Inquisition, weil das ging ja auch in ganz Europa über verschiedene Landessprachen hinweg. Alle Anklagepunkte mussten auf Lateinisch übersetzt werden. Und so haben sich also mehrere Leute darum gekümmert, alle Textstellen, die es damals gab, zu denen sie Zugang hatten, das waren vor allem die Bücher und die veröffentlichten Predigten und Traktate, zu durchforsten und zu schauen, wo könnte irgendetwas sein, was ein bisschen danach riecht, dass es vielleicht nicht ganz der kirchlichen Lehre, der dem Dogma entspricht. Und sie fanden tatsächlich ein paar Sachen. Und das waren noch in Köln, wie ich sagte, über 100. Und die wurden dann reduziert, weil sie geprüft worden sind, wo nachher nur noch 28 übrig blieben. Aber das Interessante ist, wenn wir heute dieses Verfahren mal anschauen und im Vergleich der heutigen Meinungsfindung von Richtern in unserem heutigen demokratischen, Judikative, Exekutive und Legislative, dann werden wir merken, dass er heute, Meister Eckhart heute, gar nicht verurteilt werden würde. Warum? Weil damals war es üblich, gewisse Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen. Und plötzlich steht da drüber, der Mensch ist Gott und Gott ist der Mensch. Na klar, das hat er ja nur so gesagt im Sinne von den tiefsten, innersten, mystischen Wesenskern des Menschen. Das ist ja das wahre Ich. Und er bringt aber das, wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, ist das klar. Das klingt also sehr größenwahnsinnig. Und sowas finden wir auch bei gewissen YouTube-Videos, da mal ein bisschen rumgeschaut habe ich da, dass das einfach auch so gesagt wird, ohne zu hinterfragen. Das finde ich sehr schade, dass hier wenig eigentlich Quellenarbeit gemacht wird, manchmal. Und weitere Sachen in diesem Sinne gibt es, sind ungefähr diese 27, 28 weitere Punkte. Und die wurden jetzt kategorisiert in verschiedene Bereiche. Einmal Punkte, die einfach nur vielleicht missverständlich sind und weswegen er nun nicht unbedingt verurteilt werden muss, aber ihm sollte gesagt werden, ihm wurde gesagt, sage sowas nicht mehr. Dann gab es eine zweite Kategorie von Anklagepunkten, nämlich, dass er Sachen sagt, die die Leute, wenn sie nicht eine scholastische, also eine Universitätsbildung haben, vollkommen auf einen Irrweg bringen. Und die sind gefährlich. Und einige andere Sachen sagt er, das sind glaube ich vier oder fünf Stück, sagt die Verurteilungsbulle. Das sind ganz wenige Punkte, weswegen er dann tatsächlich auch verurteilt worden ist, wobei er dann ja schon gestorben ist und das Urteil nicht mehr vollzogen wurde. Beziehungsweise er war so mächtig und so anerkannt in ganz Europa, dass vielleicht Clemens V., der damalige Papst, sich nicht getraut hat, ihn auch im Nachhinein symbolisch auf den Scheiterhaufen zu bringen. Und hat dann nur gnädigerweise seine Bücher verboten. Letzter Punkt. Wir kommen ans Ende des Vortrages. Ich habe meine Zeit ganz schlecht eingeschätzt. Ich wollte darüber eigentlich am meisten sprechen, was wir heute anwenden können in der heutigen Zeit. Ich habe verschiedene, neben den Quellen, die ich seit vielen Jahren und Jahrzehnten immer wieder mal studiere, was ich jedem nur empfehlen kann, weil wenn man sie immer wieder die gleichen alten Texte liest, diese klassischen Texte, die wachsen ja in einem selbst mit und man entdeckt jedes Mal neuere Horizonte.
In der heutigen Zeit gibt es jetzt vor allem in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren immer mehr Philosophen und auch kirchliche Menschen, Theologen, Theologinnen, die versuchen, eine Mystik in die heutige Zeit zu bringen, eine christliche Mystik in die heutige Zeit zu bringen. Den Steindl Rast denken wir daran oder den Anselm Grün oder Kirchen, also in der evangelischen Kirche, ich weiß nicht, wo das ist, in Lüneburg oder irgendwo, ich weiß nicht, Limburg, glaube ich, die ein eigenes ein Mystik-Institut haben, wo man meditieren kann. Und es gibt heute im interreligiösen Dialog viele sehr interessante und wichtige Schritte, wo die Religionen auf einer globalen Ebene kommen und austauschen und Gemeinsames finden. Das ist eine ganz wichtige Arbeit für eine wirkliche Zukunft, wo die Menschheit in Frieden leben kann und jeder in seiner Religion unter dem Dach der Oikos, der Haus, ne, der Ökumene, in einem gemeinsamen Haus. Und hier habe ich jetzt ein paar Buchvorschläge. Ich muss das leider überspringen, aber das sind einige Punkte dabei in Buchvorschlägen, die ich heute bringen wollte, ein bisschen. Ach, genau, einmal hier das mittlere Buch Mystiker, der innere Weg zu Gott. Das ist von dem Evangelischen Sonntagsblatt Verlag herausgebracht worden. Und das finde ich sehr interessant. Das ist ein Buch, wo die christlichen Mystiker von Anfang an, nicht nur von Anfang an des Christentums, sondern auch schon im Alten Testament, also von den Juden, von jüdischen Mystikern bis in das 20. Jahrhundert, christliches Jahrhundert reingebracht wird, sondern auch Parallelen zum Islam, Parallelen zu mystischen Strömungen im Buddhismus oder bei den Sufis, also die mystische Strömung im Islam. Und immer dazu gibt es dann, das ist ein ganz kurzer Kapitel, zwei, drei Seiten, und da gibt es immer am Schluss von Anselm Grün oder von anderen Leuten so ganz kleine Kommentare. Dieser eine Punkt, daraus können wir folgende Reflexion machen, Kontemplation oder nach innen gehen, ein Gebetstrauß machen, was uns im Tag begleitet. Sehr, sehr schön gemacht. Und das ist auch sehr inspirierend für Menschen, die nicht christlich sind, aber doch an einer Spiritualität interessiert sind. Dann das Buch von Sabine Bobert, Jesusgebet und neue Mystik. Sabine Bobert ist für mich eine sehr kühne und mutige Frau, die eine Professur hat auf einer Universität und evangelische Theologin ist und Pfarrerin ist. Und die redet so kühn wie vielleicht damals der Meister Eckhart, nimmt sich kein Blatt vor den Mund und provoziert und erregt Widerstand, aber auch gleichzeitig regt es zum Nachdenken an. Und dieses Buch Grundlagen einer christlichen Mystik ist ein dicker Wälzer und das ist eine fantastische Quelle für jeden, der sich da ein bisschen mehr beschäftigen möchte, wie die großen Traditionen der christlichen Mystik durch so viele Jahrtausende, wenn wir die Wurzel des Christentums im Judentum dazu nehmen, wie diese großartige Tradition heute in einer neuen Mystik sich widerspiegeln kann. Sie zitiert da auch Versuche von der Wissenschaft, wie sie zum Beispiel durch neurologische Untersuchungen, die Neurowissenschaften, durch Gehirnforschung, wie sie nachweisen können, was bei der Meditation passiert. Ich möchte nur ein kleines Beispiel bringen. In 2008 war das, war der Richard Davidson in den USA, der wurde vom Dalai Lama persönlich ermuntert, eine Untersuchung zu machen mit tibetischen Mönchen, die in der Nyingma-Tradition stehen, eines der großen Strömungen des tibetischen Buddhismus, die 10 bis 40 Jahre Meditationserfahrung haben. Das sind zwischen 10.000 und 50.000 Stunden Versenkung. Und denen wurde dann ein ganz komplexes EEG gemacht, während sie meditieren und parallel dazu einer Studentengruppe, die ein Interesse an Meditation hat, aber nicht unbedingt viel Erfahrung. Die wurden nur eine Woche vorher so ein bisschen Crashkurs gemacht, sodass sie eine Vergleichsgruppe hatten. Und sie haben dann festgestellt, dass diese Menschen, diese Mönche, die können bewusst ihren Herzschlag und ihre parasympathischen Parameter, die man normalerweise nicht mit dem Willen einfach lenken kann,
beeinflussen kann, die konnten das lenken. Und die Gehirnwellen haben sich schlagartig geändert. Nach 10 bis 15 Sekunden haben sich schlagartig die Gammawellen ausgebildet mit einer sehr hohen Frequenz, weit über den normalen Bereich hinaus. Und sie haben eine so tiefe Versenkung, dass man nebenbei vor ihren Augen in die Hand klatschen kann und sieht nicht einmal, dass sie mit der Wimper zucken, sondern nicht einmal auf dem EEG gibt es irgendeinen Ausschlag. Und ein weiterer sehr erstaunlicher Punkt ist, das wurde erst in diesen letzten 10, 15 Jahren, kam dieser Begriff erst auf, es wurde festgestellt, dass das Gehirn sich durch Meditation tatsächlich umbildet. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern wie bei diesen Menschen, die langjährig meditieren, tatsächlich auch nachhaltig. Das heißt, es gibt nicht nur strukturelle Veränderungen, dass eben neue Synapsen sich entwickeln und dann sich mehr Vernetzungen bilden, sondern tatsächlich auch die graue Gehirnmasse zunimmt. Das heißt, das Gehirn verändert sich auch biologisch oder anatomisch. Und das ist neu. Der heutige Begriff Neuroplastizität ist heute in aller Munde. Und deswegen plädiere ich auch sehr dafür, dass wir uns klar machen, dass Meditation nicht nur eine Sache für religiöse Menschen ist, sondern für jeden Menschen, der in einer ganz normalen Spiritualität interessiert ist, weil Spiritualität jedem Menschen angeboren ist. Dann haben wir noch ein Buch, eines der vielen Bücher über Biografien, Kurt Ruh, Meister Eckhart. Und auf der nächsten Seite habe ich drei Bücher, die Quellentexte sind. Einmal das Reden, die Redenunterweisung. Dann, das sind übrigens Reden, die er für sein Kloster gemacht hat. Und das ist interessant, da kann man sich vorstellen, er sitzt da in dem Innenhof und redet mit den Mönchen, die dann Fragen stellen und dann entwickelt er seine Lehren und dann wieder eine Frage. Das ist wunderschön zu lesen und sehr innig und mit großer Liebe gemacht und großem Bedürfnis nach Wissen und Weisheit und einem Weg. Und diese und zwei Quellentexte, einmal die deutschen Predigten in der Mittelhochdeutsch auf der einen Seite und Neuhochdeutsch auf der anderen, sehr interessant, um Begriffe zu sehen, wie die sich tatsächlich nachher ins Deutsche auch entwickelt haben. Und wenn das nicht so interessant ist, der zum Beispiel so eine Auswahl vom Wunder der Seele auch im Reklam Verlag, wo auch eine Auswahl von einigen Traktaten dabei ist, nicht nur Predigten. Zum Abschluss, ich hoffe, dass etwas für euch dabei war. Für mich ist es eigentlich, dass ich mich, je mehr ich mich mit diesem Thema der Spiritualität beschäftige und diesen praktischen Weg durch eine Innenschau, durch das Entwickeln eines echten inneren Lebens, tatsächlich das klingt ein bisschen jetzt großspurig, aber doch zu einem Weltfrieden vielleicht auch da beitragen möchte. Und ich denke an dieses Bild von einem Baum, der unzählige Blätter hat, sagen wir der Weltenbaum der Menschheit. Und ich bin so ein kleines Blatt. Aber auch ich darf nicht sagen, da sind so viele Blätter, warum soll ich Chlorophyll erzeugen? Die anderen können das ja machen. Aber wenn das alle Blätter sagen würden, kategorisch ein Imperativ, dann würde der Baum sterben. Also ich bin ein Teil vom Baum und ich trage meinen Teil dazu bei. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und wünsche euch schöne Anregungen auf eurem Weg der Spiritualität.